Mit Textlog hatten wir einen sehr interessanten Start damals, würde ich jetzt sagen. Alexandra, herzlich willkommen mal wieder auf dem Kanal. Vielen Dank. Wir probieren das jetzt halt nochmal hier. Es ist leider was mit der Kamera passiert. Wir gehen jetzt nochmal durch eure Produkte durch. Genau. Wir sehen jetzt halt hier schon die Neuerung. Ja, genau. Soll ich dir das abnehmen, das dann kannst du die Neuerung zeigen, genau. Und um was es sich handelt. Genau, das ist unser neues Familienmitglied bei Textlog und das ist das Textlog Orbit. Wie man sieht, ist das Schloss diesmal direkt mit dran, genau, am Seil, also integriert und so wie es eigentlich der normale Fahrradfahrer ja auch kennt. Das heißt, der Vorteil ist, ich bin schnell mit Anschließen fertig, Click and Go. Das ist auch für eine bestimmte Kundengruppe von uns ein ganz großer Wunsch gewesen. Und das vertreiben wir dann ab Frühjahr nächstes Jahr, geht es dann los. Wunderbar. Ihr habt auch besonderes Augenmerk auf den Zylinder gemacht, ja, also gelegt quasi. Ja. Also der erzählt da noch was dazu. Genau, also der ART-Standard, den wir jetzt bekommen haben, hat ja nochmal eine Neuerung erfahren und ist ein bisschen strenger gegenüber Lockpicking. Und das haben wir natürlich berücksichtigt bei der Entwicklung. Das ist super. Also ihr kriegt hier ein wirklich sicheres Schloss mit dem typischen Textlock. Mit der Textlock-Flexibilität quasi. Richtig, genau. Ihr seht hier nämlich schon, wie man das Schloss einsetzen kann. Also der es noch nicht kennt. Es ist absolut flexibel, ihr könnt es um alles, was euch in der Umwelt irgendwo, wo ihr euer Rad ansperren wollt, da kriegt ihr es auf jeden Fall rum. Ja, dann gehen wir mal zum nächsten, das ist nämlich das hintere. Hier haben wir unseren Klassiker, das ist das Textlock Eyelet. Das gab es ja schon immer, hat den entscheidenden Vorteil, dass du das hier durchschlaufen kannst, durch die eine Öse und dann die gesamte Länge des Schlosses ausnutzen kannst, um einzelne Fahrradteile zu sichern. Und hier in diesem Fall ist es das lange Bügelschloss, das X-Lock, was dich eben nochmal in die Lage versetzt, dass du das Hinterrad in sich nochmal anschließen kannst und eigentlich sozusagen dann zwei Sicherungssysteme ineinander vereinst. Für mehr, die puristischer unterwegs sind, gibt es auch noch ein kleineres Bügelschloss, das U-Lock. Und wie man jetzt hier eben auch nochmal sieht, es ist wirklich so flexibel wie ein Seil. Absolut. Ne? Genau, dann habe ich jetzt hier noch zwei spannende Sachen in der Hand. Ja, wir fangen mit denen am besten an. Wir fangen mit dem an. Das ist das Textlock Mate. Das ist auch schon länger in der Familie. Und das ist im Grunde gemacht für die Rahmenschlösser. Und zwar für 80% der am Markt gängigen Rahmenschlösser. Genau. Da passt dieser Universalbolzen rein. Wir haben aber auch angepasste Bolzen für Leute, die halt jetzt zum Beispiel iLocket. Die haben einen eigenen Bolzen, den können wir herstellen und mit denen kooperieren wir dann. Ja. Die Besonderheit an unserem Schloss ist ja made in Germany. Deswegen sind wir auch in der Lage, wirklich Muster oder auch Farben Kunden individuell zu gestalten. Und das ab einer bestimmten Menge natürlich dann auch entsprechend relativ schnell liefern zu können. Genau. Und sollte einer das Schloss noch nicht kennen, es handelt sich um ein Stoffschloss, ne? Kann man textilbasiertes Schloss. Mit einer sehr starken Kette innen drin. Wir hatten ja das erste Video, was wir damals gemacht haben, da gab es die erste Version. Das ist jetzt die darauffolgende Version, also es ist nicht mehr die, falls ihr nämlich vom ersten Video hier angekommen seid, das ist schon alles überarbeitet. Also richtig, nicht gleich meckern, nein, das geht nicht mehr so leicht durch. Haben wir euch in einem anderen Video aber auch schon gezeigt. Aber das ist auf jeden Fall jetzt halt in allen so verbaut, also es ist auf jeden Fall sicher. Genau, ja. Und das schon seit 2018. Dann kommen wir hier zu etwas schickem Blauen. Genau, und zwar ist es ja so, wir haben unsere normale Kollektion umfasst vier Farben. Das ist schwarz, das ist dieses Grau, das ist hier so ein Gold, Schwarz und Orange. Und jährlich haben wir eine Special Edition, die ist natürlich auch mengenmäßig limitiert. Und dieses Jahr haben wir uns für Blau-Schwarz entschieden. Ich persönlich mag das total gerne. Und da es limitiert ist, würde ich denjenigen, die sich dafür interessieren, empfehlen, first come, first serve. Also schnell sein ist da angesagt. Ja. Die kann man beziehen über einen Online-Shop bei euch. Richtig, genau. Aber ihr habt auch ein Händlernetzwerk, mit dem ihr kooperiert, die das dann auch meistens dann auf Lager. Genau. Obwohl diese Special Edition eher bei euch dann ist, oder? Oder gibt es die auch über? Das ist schon bei allen. Okay. Das kriegst du, aber es ist natürlich dann, wenn es weg ist, ist weg. No? Ja. Ist ja auch nicht verkehrt. Und vielleicht kommt das im Video nicht so rüber, aber es glänzt auch noch ein bisschen. Also es ist ziemlich abgefahren. Das ist bei allen Textlock-Schlössern eigentlich so, dass da so ein, bis auf das, da ist so ein gewisser Glanz noch im Schloss, drin. Genau, das macht es richtig, richtig cool, also sehr hochwertig. Genau, dann haben wir eigentlich nichts mehr. Eigentlich von den Schlosstechnisch sind wir durch. Genau. Wir haben hier was entdeckt, was so gar nicht zu Schlössern gehört.
Nee, aber auch Textil ist, nicht wahr? Stimmt. Genau. Nein, Alexandra, erzähl uns bitte was drüber. Ja, gerne. Also wir kümmern uns ja insgesamt um die Probleme, die so auftauchen, während man Fahrrad fährt. Mhm. Da war zum einen mal das Textlock logischerweise und der Schmerz, den ich damit hatte, woraufhin dieses Produkt entstanden ist. Und der nächste Aspekt, den man beim Fahrradfahren öfter mal hat, man denke mal so an die letzten 4 bis 6 Wochen, es regnet. Absolut. Und zwar nicht nur mal einfach so eben, sondern es regnet dann auch wirklich stark. Und die Idee dieses Produktes ist, du trägst es als Parker, wenn es leicht nieselt. Mhm. Und du kannst es, während du es noch anhast, umbauen in ein Overall. Das heißt, normal schaut es so aus. Genau. Und das ist dann die Seite, das ist die Seite, wenn das ausklappt. Overall, genau. Und dann bist du wirklich eben, gerade die Oberschenkel sind geschützt. Wir haben das Ganze natürlich auch komplett so designt, dass es fürs Fahrradfahren taugt. Das heißt, du hast hier diese Manschetten, diese Laschen, die bei dem klassischen Fahrradfahren, dass dir die Ärmel nicht ständig auf dem Ellenbogen hängen. Wir haben das so designt, dass du einen Helm drunter tragen kannst oder auch in Ausnahmefällen auch mal keinen. Das heißt, du kannst die Kapuze so justieren, dass es immer so ist, dass du niemals reinguckst, wenn du dich drehst. Und man sieht schon, ihr habt da so kleine Löcher auch sogar drin. Ja, also auch für den Sound ist sozusagen gesorgt. Wir haben hier auch nochmal zusätzlich, es ist ja ein 3-Lagen-Laminat, extrem leichtes Material, trotzdem ziemlich gute Wassersäule und hochatmungsaktiv. Aber sind wir mal ehrlich, du hast ja trotzdem, freust du dich, wenn trotzdem mal ein bisschen Windzucht drin ist. Absolut. Das heißt, hier unter den Achseln sind halt auch dann entsprechend solche Schlitze, die man öffnen kann. Und wir haben im Rücken eben auch nochmal für Schlitze gesorgt, für Lüftungsschlitze. Mhm. Alles natürlich möglichst so, dass es nirgendwo reinregnen kann. Und pfiffig auch, ihr könnt den quasi komplett einmal so über die Klamotten einfach anziehen, genau, oder? Also es ist jetzt wirklich auch durchdacht, dass man den nicht irgendwie mühselig über die Beine oder so, sondern man kann ihn einfach so um sich rum. Du lässt die Schuhe auch an, das ist alles, du kannst aus dem Stand heraus dann diesen Overall tragen. Warte mal, ich hole dir mal gleich noch die Tasche. Weil das ist dann letztendlich das Packmaß, wo das dann alles reingeht. Und das ist die Idee ist, du hast es immer dabei. Es ist dein ständiger Kompagnon und du kannst es irgendwo hier am Rucksack befestigen oder wie auch immer. Und es ist eben egal, ob du jetzt Fahrrad fährst oder andere Freizeitaktivitäten, du bist einfach dann geschützt. Ja? Was viele gehen ja immer so nach Wassersäule, weißt du, 15.000, 20.000. Ja. Was ist denn hier jetzt die Wassersäule? Ja. Und du hast ja vorhin schon gesagt, es soll ja auch atmungsaktiv sein. Deswegen wird sie wahrscheinlich jetzt nicht bei 20.000 oder 25.000 sein, oder? Doch, das ist, wie man jetzt hier auch sieht, Atmungsaktivität 25.000 und Wassersäule 20.000. Okay, das ist wirklich eine Ansage. Ja, und das eben bei dieser Leichtigkeit des Stoffs, das ist halt schon die Herausforderung. Macht das ganze Teil natürlich auch zum High-End-Produkt, muss man sagen. Ne? Also gerichtet oder gezielt haben wir hiermit auf Commuter, auf Leute, die pendeln, die auch ein sehr, sehr gutes E-Bike wahrscheinlich dann haben und die sich auch sagen, wenn ich schon kein zweites Auto mehr habe, was ja total löblich ist, dann möchte ich aber auch das Equipment haben, dass ich halt wirklich dann auch durch den Tag komme. Ne, bin ich voll und ganz egal, bei dir. Egal, was für ein Wetter. Farben haben wir? 3? Farben haben wir grau, dunkelblau, schwarz und gelb. Okay. Also 4 Farben wieder. Ja. Und immer schön hier mit so Reflexionsstreifen. Sehr viel Reflexion dran, genau, weil das eben auch wichtig ist, dass du gesehen wirst. Auch wenn du eben gerade diese gedeckteren Farben eher magst, sollst du auf jeden Fall mit viel Reflektoren unterwegs sein. Geil, cooles Produkt. Also wenn ihr sowas, an sowas Interesse habt, schaut doch mal bei Textlock vorbei auf der Internetseite, da findet ihr das. Ja. Danke dir. Vielen Dank.